Let's have some real fun. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir mal League of Legends. Ich spiele heute Ahri mit einer Diana, der Champion, der ist, ich glaube, heute oder gestern rausgekommen ist, ich weiß es nicht mehr. Mit einer Caitlyn, Sion und einem Zilean. Und im Enemy-Team Hecarim, Wayne, Viktor, Blutlord, Vladimir und Soraka. So. Haben auch alle einen Skin hier. Legendary von Vladimir. Dann der Skin von der Diana. Officer Caitlyn und der Groovy Zilean. So. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht gut. Für einige werde ich wohl ja ein Noob sein, aber das ist mir egal. Ich spiele es einfach, weil es mir einfach Spaß macht, und ich wollte euch einfach mal ein bisschen zeigen, so wie ich spiele. Ich denke mal, ich werde mal von jedem Champion Let's Play machen, einfach mal gucken, wie es ankommt, ob es euch überhaupt gefällt. Und ansonsten steigen wir einfach mal hier so ins Spiel rein. Und ja, fangen wir heute mal mit Ahri an. So. Sion wird bei uns junglen. Den werde ich jetzt mal ein bisschen zur Hand gehen. Ein bisschen für ihn pullen. Diana wird dann top sein. Der Carry und der Support unten, wie gewohnt. Ich werde in der Mitte wohl Viktor haben. Da heißt dann Movement. Oder man hat verloren. Da ja sicherlich viele dem seinen hässlichen Strahl kennen. Den ich sehr nervig finde, muss ich sagen. Aber nun gut. Wir werden mal sehen, wie er abgeht. Ob er es drauf hat oder nicht. So, das müsste reichen. Und dann geht's auch gleich los. 25 AP hat er, 362. Okay. Ja, ich gucke mir das halt immer ein bisschen an, so damit ich ein bisschen einschätzen kann. So von der Geschwindigkeit her. Wie schnell. Ah, gut, da war jetzt, wie man jetzt gesehen hat, den Fehler, den Riot immer noch nicht behoben hat anscheinend, dass man seinen Strahl zum Beispiel nicht sieht. Ab und zu mal ist das so. Das ist nicht immer so, aber das ist häufig, also schon nervig. So, da haben wir auch schon schön Damage gemacht. Ich kann jetzt halt einfach immer nur raten, wo ich hinlaufen soll. Da ich seinen Strahl einfach nicht sehe. Kann ich mich einfach immer nur raten. Ja, jetzt haben wir ihn zum Beispiel mal gesehen. Hat er sich auch gleich dieses verschissene Schild gegeben. So. Sollte man nicht so viel pushen. Jetzt werde ich gegankt. So, jetzt gehe ich gerade mal wieder zurück. Bräuchte dann auch mal den blauen Buff, dann kann ich den mal ein bisschen zuspammen. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht so drauf mit den Skillshots, also ja, so wie ihr seht, treffe ich den nicht wirklich immer.
Gut, da kriege ich jetzt zum Beispiel. So, muss ich mich jetzt weg. Ah, schade. Musste ich jetzt leider Flash benutzen, aber besser Flash benutzen als ein Kill. Beziehungsweise First Blood. Okay, jetzt kommt sie und zum Ganken. Gucken wir erstmal, was das wird, weil da im Moment die Minions so im Weg sind. Weil ich keine gute Position habe, ihn jetzt zu stunnen. Ist halt ein bisschen. Gut, was auch immer jetzt dieser Victor macht. Der sollte sich besser zurückziehen, weil ich habe nämlich kaum noch Mana. Weil ich das gerade ein bisschen verbraten habe. Aber ich gehe einfach trotzdem hin. Ja, gut. Da war auch schon das First Blood von Vladimir. Naja. Wie gesagt, man muss ja nicht immer gewinnen bei dem Spiel. Natürlich macht es Spaß zu gewinnen, aber. Für mich steht da der Spaß an erster Stelle. Okay, ich werde ein bisschen auf Magic Penetration gehen. Die haben jetzt zwar nicht unbedingt einen Tank. Ah, jetzt hat er mich wieder getroffen. Aber ich werde jetzt einfach mal den Build machen, den ich immer mit Xerath mache. Ich habe Spell Penetration Runen drin und AP pro Level. Deswegen habe ich anfangs auch so wenig AP. Was aber unser Damage nicht beeinflusst. Jetzt haben wir zum Beispiel wieder den Strahl nicht gesehen. Das freut uns natürlich auch wieder. Aber wir wurden ja zum Glück nicht getroffen. Da hat Diana auch einen wunderschönen Kill gemacht mit Zion. Funktioniert doch, wenn man will, ne? Ist alles nur eine Frage der Konzentration. So, jetzt holen wir uns mal blau. So. Sagen wir nochmal schön danke. Und dann sieht es gleich natürlich alles ganz anders aus. Also ich habe noch Schuhe und einen Health Potion. Ich glaube, das müsste noch reichen. Ich gehe erst zurück, falls ich wenig Leben haben sollte oder kein Blau mehr haben sollte. Wobei wir uns ja mit Ahri heilen können. Okay. Ich vermute mal, Hecarim steht jetzt hier. Nein. Okay, das ist nicht da. So, langsam muss ich den jetzt aber mal wirklich hier ein bisschen harassen. Also ein bisschen auf die Pelle rücken. Solange ich blau habe. So. War durchaus akzeptabler Kill. Und kriegen wir auch gleich ein Lob von Sion. Gut, die Ulti von der Ahri ist, ja, sag ich mal so, ein bisschen OP, finde ich, meiner Meinung nach. Ja, ich kaufe mir zuerst mal hier ein bisschen Magic Resist und dass ich auch Mana wieder bekomme, weil blau habe ich leider nicht ewig.
machen sich gegenseitig fertig. Ah, Vladimir ist auch echt nervig, also. Besonders jetzt mit Hextech. Aber die macht anscheinend ziemlich guten Schaden. Also die ist jetzt neu, ich habe keine Ahnung, was die kann. Ja, gut. Da hat es ein bisschen verbockt, aber ist nicht so schlimm. Steht 2 zu 2. Sollte noch kein Problem darstellen. So. Also mit Ari skill ich eigentlich immer Q zuerst. Da das ja auch True Damage macht, kann man immer gut gebrauchen. Boah. Ich hasse von Victor seine Ulti mit dieser Wolke, ganz ehrlich. Das ist die so nervig. Das ist unglaublich. Aber der hat kaum noch Leben. Ich hoffe mal, jetzt kommt ein Hackerin. Boah, da hatte ich gerade einen kleinen Lag. Oh, das war ein bisschen zu viel Schaden. Nicht zu viel riskieren. Hecarim ist unten. Oben Vladimir fehlt. Ah, den müssten wir ja noch down kriegen. Das darf ja nicht wahr sein. Okay, jetzt haben wir kein Blau mehr. Gut. Vladimir ist oben. Hecarim ist unten. Einer ist tot. Von uns ist einer ist tot. Also ich gucke halt ab und zu immer mal so auf die Map schnell, so im Überblick, wer da ist, wer nicht da ist, weil... ich lieber selber sehen will. Und da haben wir auch schon den zweiten Kill. So, porten wir uns mal zurück. Schauen wir mal, was da unten los ist. Gut, die hat den gekillt. Sehr schön. Okay, dann geht's gerade weiter. Also ich gehe auf Athenes Unholy Grail. Da das persönlich für mich erstens mal wegen der Uplink-Zeit lohnt, zweitens mal wegen Mana-Rack. Und wenn man jemanden killt, dass man da auch nochmal... Moment, muss ich nochmal schauen, dass man da auch nochmal 12% nochmal von seinem maximalen Mana wieder bekommt. Bei einem Kill oder einem Assist. Was durchaus in Teamfights sehr hilfreich sein kann. Wenn man da 3 Leute tötet, dass man da 36% wieder kriegt und das ist nicht wenig. Ah, gut, ich habe jetzt Sion verpasst. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, da oben gibt es gerade Action. Ich glaube, ich bin... nee. Gut, da werde ich jetzt zugeflamed. Gut, das war auch meine Schuld. Habe ich nicht aufgepasst. Und leider habe ich auch den Hackerin nicht bekommen. Was ein Lackkopf. Okay. Sehr schön. Also wie gesagt, ich wollte jetzt, mache jetzt einfach mal von ein paar Champions so nach dem Alphabet wollte ich machen. Also Ahri, Akali, dann geht's weiter. Also die Champions, die ich besitze.
wollte ich ein Let's Play machen und je nachdem, wie es bei euch ankommt, ob es Spaß macht, mir zuzuschauen dabei, wie ich LOL spiele, wie ich versage, wie ich paile oder wie ich episch gewinne, könnt ihr ja dann kommentieren und liken, wie ihr wollt. Ist euch überlassen. Ja. Also ich werde halt immer random spielen, auch keine Ranked Games, weil dafür bin ich einfach zu schlecht. Und ein paar Wins möchte ich euch ja schon zeigen. Nee, zurück gehen wir jetzt noch nicht. Vielleicht denkt ihr, dass ich so ein bisschen hektisch spiele, aber das liegt halt daran, dass ich ein begeisterter StarCraft 2 bzw. StarCraft Spieler bin. Und ja, jetzt kann ich mich gerade nicht konzentrieren, Moment. Weil ich ein begeisterter StarCraft-Spieler bin und ich eigentlich so mit den Hotkeys so und mit der Maus so ein bisschen so zack zack zack. Schade, da habe ich ihn jetzt nicht gekriegt. Schön. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Nein, er macht zu wenig Schaden. Glück gehabt. Falls ihr auch andere Champions vorzieht, die ich eher machen soll, anstatt dieses Alphabet, könnt ihr natürlich auch schreiben, dass welchen ihr gerne sehen möchtet, wo ich dann zuerst ein Gameplay von machen soll. Gehen wir mal zurück. Ich bin halt nicht so der viel riskiert, sondern eher safe spielt. Ja, und bekommen sie denn? Macht schon guten Damage. Muss ich schon sagen. So, Athenes Gral haben wir. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen auf Leben gehen. Dazu hole ich mir jetzt dieses Crystal Zepter, das auch noch slowt. Da können wir dann besser mit Charm treffen. Macht es dann für uns leichter. Ja, und oben der Tower ist auch schon kaputt. Das habe ich jetzt erst gesehen. So. Da kommt auch wieder Victor. Dann geht es gleich weiter mit 19%. Und da haben wir auch den dritten Kill. Und da kommt auch schon Vladimir. Gut. Nee, da mach ich jetzt die. Obwohl, doch, da kommt die Diana. Also, das ist der E-Valkyrie-Skin. Das ist dann alles. Ihre ganzen Attacken sind dann dunkel. Spotlight habe ich schon gesehen. Sieht ganz nice aus. Aber der Champion, der ist so ähnlich wie Akali, also. Ist so, geht so. Okay, wir nochmal schnell helfen. Ja, da kommt uns dann natürlich die auch gleich entgegen. So. Ha, der Zillian-Skin gefällt mir sehr. Aber Zillian kann ich überhaupt nicht spielen. Also ich bin froh, dass der zum Schluss dran ist. Den bin ich echt nicht so wirklich. Jetzt mal hier diese Minions kaputt. So. Das war auch wieder sehr schön gemacht. Ja, gut. Schade. Ja, werde ich mich mal zurückziehen. Vielleicht kann ich sie auch noch helfen. Vielleicht erreiche ich ihn noch. Nee. Okay. Naja. Schade. Aber immerhin 14-7 steht. Ich denke mal, das ist ein klarer Sieg für uns. Werde ich mir jetzt nochmal schnell blau holen. SP
bin ja der AP-Carry, ne? So. So, mit Tower hat noch genug Leben. Ja, der ist bei 1-1. Werden wir jetzt mal kaputt machen. So. Und diese Falle von Victor, die geht mir auch tierisch auf den Geist. Ah, da haben wir nochmal getroffen. Sehr schön. Also ich freue mich immer, wenn ich mit Q treffe, weil ich kann mit Ari normalerweise mit der Q eigentlich überhaupt nicht. Also deswegen skill ich die anfangs auch immer hoch. Erstens mal wegen dem True Damage und zweitens mal wegen weniger Cooldown, dass ich halt mehr spammen kann. Dass wenn ich zum Beispiel daneben schieße, dass ich dann gleich... Jetzt gerade richtige Action. Okay. Ah. Gut, keiner gestorben. Zwei von den Enemies. So muss das sein. Jetzt haben wir unseren Carry. Ja, der war gut. Ich muss sagen, dafür, dass Cillian sagt, dass er schlecht ist, finde ich ihn eigentlich ganz gut, also besser als ich auf jeden Fall. Gut, wir haben Minute 21. Ich würde gerne mal wissen, ob die jetzt irgendwann demnächst surrendern. Ja, ich werde dann mal... Na, ich bleib noch hier, solange ich noch blau habe. Ulti ist Level 2. So, beim nächsten Level werde ich sie dann auf Level 3 erhöhen. Okay, so. Das Farmen ist natürlich dann auch noch leichter. Ich riskiere es mal. Da ist niemand. Doch, da. Da war sie. Oh Gott. Ich wollte jetzt nicht fies sein, sondern habe einfach mal Auto-Attacks gemacht. Ich habe ja schon 5 Kills. Es bringt halt nichts, wenn nur einer gefeedet ist, sondern es muss halt schon das Team ausgeglichen, balanciert, so mit Kills und Assists und Minions sein, damit auch wirklich der Win gewährleistet ist. So. Gut, wir liegen alle etwa ungefähr bei demselben Stand mit den Minions. Je nachdem, wie oft halt jemand gestorben ist. Dann werden wir mal hochgehen zu Hikarim. Ich vermute mal, der port sich jetzt sowieso weg. Muss wir nicht mal in den Rang kommen. Aber das werden wir jetzt sehen. Ich werde jetzt erstmal hier hinlaufen. Um zu schauen, ob der da ist. Nein, da ist er nicht. Dann werde ich mir jetzt mal den Golem-Buff stehlen. Was meine ich, Golem Buff? Schwachsinn. So. Und zwar nur den großen. Ich weiß nicht, ob es viele von euch wissen, oder einige von euch wissen, dass wenn man nur einen Golem tötet, dass, wenn der andere stehen bleibt, dass nicht die Respawn-Zeit nicht zurückgesetzt wird, beziehungsweise dass, solange der nicht tot ist, nicht respawned wird. Der große Golem. Gut, das weiß Sion anscheinend nicht. Aber ist auch nicht schlimm. So, jetzt warten wir erstmal hier ein bisschen, wagen uns ein bisschen nach vor. Gut, da bist du verkackt. Da haben wir den Kill. Gleich mal Heal Potion reinsetzen. Bloß nichts riskieren. So, da haben wir den auch noch reingekriegt. Okay. Okay, jetzt gehen wir mal besser zurück. Ich möchte nämlich ungern sterben. Gut. Wie ich sehe, habe ich ja schon 3k Gold.
Da werde ich mir dann sofort mal Relias Kristallzepter holen. Ja, ich weiß, einige sagen, warum holst du denn nicht Death Cape? Ist doch viel mehr und so. Ja, ich bin halt eher derjenige, der es so eher so zum Schluss holt, weil es hat halt zwar mehr Ability und so, aber ich hole mir halt erst die Items, die halt wirklich was bringen, so Cooldown oder Mana oder Slow. Also, da ist es dann eher, denke ich mal, differenziert die Meinung. Aber es soll halt jeder spielen, wie er möchte, wie er besser kann. Also, ich will da auch gar keinen belehren oder so. Jeder hat seinen eigenen Style, also. Soll man spielen, wie man möchte. So. Ja, komm. So. Haben wir wieder blau. Da geht auch schon wieder die Post ab. Also Diana. Boah. Das war heftiger Schaden. Wie viel hatten die? 9-2. Gut, die ist gefeedet. Bis zum geht nicht mehr. Oh, Flat mache ich im Moment gar keinen Schaden mehr. Jetzt als nächstes muss ich mir erstmal Void Staff holen. Damit der von mir auch mal ein bisschen Schaden kriegt, weil der heilt sich einfach immer viel zu hoch. Also viel zu viel, nicht viel zu hoch, sondern viel zu viel. Und das darf ja nicht sein, also. Gut. Ich habe auch so das Gefühl, dass von der Ahri.de verändert wurde. Weil die Animation sieht jetzt irgendwie anders aus, also besser aus. Geheilt. Da wurde er geheilt. Schade. Naja. Also Hecarim ist gerade free to play. Ich glaube Victor auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber da wollte er uns gerade dunkel dumpf verkaufen. Ah, da haben wir noch gekriegt. Willkommen, Wayne. Ja, jetzt hat sie mich gesilenced. Die fiese Soraka. Oh, da geht's auch schon down. Okay, gehen wir mal zurück. Okay, 1700. Also ich bin auch... Gehe auch öfters mal erst so, wenn ich genug Gold habe, um mir schon fertigen Gegenstand zu kaufen. Aber das ist halt ab und zu mal so. Also falls ihr euch wundert, guck mal, der hat doch 1700 Gold, warum geht er nicht zum Shop, der Noob, rufe lol. Ich bin halt ein sparsamer Mensch. Ja, so, Void Staff wollten wir uns ja holen. Oh, fehlt uns noch 400, ne, 370, 380 Gold. Jetzt gleich 370. Ja, gut, jetzt gar nicht mehr. So. Haben wir auch den... Haben wir den Tower... Ja, den Tower haben wir jetzt gekriegt. Okay. So. Die scheinen sich auch wirklich zu lieben, die Enemies und mein Team. Also, ihr seht ja hier den Chat, ne? Oh, was die da alles schon geschrieben haben. Ich weiß nicht, ich habe es halt öfters mal gesehen in einem Spiel, dass... Wenn halt so viele so Skins haben und so, dass sie dann immer meinen, oh, ich bin besser als du und so. Ich weiß halt nicht, ob, keine Ahnung, was das bringt. Oh, da ist er gestorben. Gut, jetzt packen wir uns nochmal schnell zurück. Ja, wegen den Skins halt. Ich meine, man muss ja nicht den, man muss ja nicht ein PG sein, um sich jetzt einen Skin zu kaufen. Also ich habe mir zum Beispiel Skins gekauft. Mit den Charakteren, die ich halt mag, mit denen ich halt auch einigermaßen gut spielen kann, also. Tut da eigentlich nichts zur Sache, ob man jetzt einen Skin hat oder nicht.
letzten Endes kommt es halt sowieso immer drauf an, wie das Team insgesamt ist und nicht wie ein Einzelner ist. Gut, man sollte natürlich nicht am Anfang feeden, also da macht dann schon ein Einzelner was aus. Okay, ich glaube, wir sind jetzt beim Baron. Ich höre jetzt mal auf zu quatschen, weil jetzt wird erstmal... Okay, die sind nicht beim Baron, okay. Ja, wegen dem Feeden, dass wenn ein Einzelner halt jetzt halt total verkackt und natürlich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Xing Zhao oder Talon oder keine Ahnung, halt so OP-Champions, die halt richtig schön Burst-Damage machen, halt feeden, kann natürlich das Spiel nämlich am Ende eventuell zu, sagen wir mal, zu 70% jetzt auch zu Ende sein. Gut, da haben wir Double Kill gemacht. Das freut mich jetzt total. Und ich denke mal, jetzt kommt sowieso das GG, beziehungsweise Surrender. Boah, die geht so richtig mega ab, ey, ist unglaublich. Boah, ich bekomme Tower, weil ich gerade angegriffen. Also wie gesagt, dank Athenes und Holy Grail habe ich überhaupt keine Mana-Probleme. Das ist ein sehr, sehr schönes Item, was Riot da reingepackt haben. Das vereinfacht es für den Carry ungemein. Ja gut, da war ich ein bisschen zu greedy. Oh, 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 das war knapp, das war knapp. Nur noch Victor lebt. Mal sehen, ob er kommt und mich kriegt. Und? Nein, kriegt er nicht. Haha. So, und jetzt fange ich an mit Death Cape. Und zum Schluss hole ich mir dann noch da das Sonias Hourglass, Stundenglas auch genannt. Ja, das bringt halt mir ein bisschen Rüstung und macht mich halt für 2 Sekunden unverwundbar. Gut, den blauen Buff bräuchte ich im Prinzip jetzt eigentlich nicht. Ja gut, jetzt brauche ich ihn eh nicht, weil es GG. Wir haben surrendered. Schönes Spiel, meiner Meinung nach. Gutes Team. Und das war's von diesem Let's Play mit Ari. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt das Video liken und natürlich meinen Kanal abonnieren. Und natürlich Feedback geben, welchen Charakter ich als nächstes spielen soll. Oder je nachdem fange ich halt bei A an, mit den Buchstaben, wie ich gesagt habe, nach der ABC-Reihenfolge. Und jetzt der nächste Champion wäre dann jetzt Akali. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wir sehen uns dann zum nächsten Let's Play mit Akali.